Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei Israel heute TV, Ihrem Fernsehmagazin aus Zion. Israel hat sich in keinem Vertrag verpflichtet, die Besiedlung des biblischen Kernlandes Judäa und Samaria zu unterlassen. Dennoch wirft die internationale Gemeinschaft dem jüdischen Staat lautstark vor, Verträge zu brechen. Jeder Mensch kann glauben, was er mag. Und die meisten möchten offenbar glauben, dass der jüdische Wohnungsbau dort illegal ist, wo Palästinenser das Land für sich beanspruchen. Wir möchten Ihnen in unseren Nachrichten Fakten und Denkanstöße liefern, damit Sie auch das sehen, was manche einfach nicht sehen wollen. Hier die Themen der heutigen Sendung. Musik verbindet. In der Musikschule Nazareth lernen Juden und Araber gemeinsam. Kochen fasziniert. Teil 2 unserer Reportage über den deutschstämmigen Meisterkoch Tom Franz. Lesen bildet. Eine neue hebräische Bibelübersetzung ist auch für Kinder verständlich. Ludwig Schneider kommentiert: Bete und arbeite. Am Anfang der Sendung stehen aber wie gewohnt die aktuellen Meldungen aus dem Heiligen Land. Spezialeinheiten der Grenzpolizei und der israelischen Armee, hier Bilder von einer Übung, haben in Jenin drei Terroristen erschossen. Darunter war Hamza Abu Alecha, einer der meistgesuchten Terroranführer in den Palästinensergebieten. Nach Geheimdienstinformationen plante er einen Anschlag auf jüdische Siedler und Soldaten. Die Spezialkräfte hatten sein Haus umzingelt, doch Abu Alecha lehnte es ab, sich zu ergeben und schoss um sich. Schließlich wurde er selbst tödlich getroffen. Gleich drei Terrorgruppen kündigten daraufhin Rache an. Die israelischen Streitkräfte sind vorbereitet. Israelische Sicherheitskräfte haben unter der Grenze zum Gazastreifen den größten Schmuggeltunnel entdeckt, den die Hamas bislang gebaut hat. Der völlig zementierte Tunnel ist 500 Meter lang und bis zu 20 Meter tief. Aller Wahrscheinlichkeit nach sollte er der Entführung von israelischen Soldaten oder Zivilisten dienen. Die Hamas senden seit neuestem Terrordrohungen per SMS. Israelische Handybesitzer erhielten Nachrichten, in denen Raketenangriffe und Entführungen angedroht wurden. Grund dafür sei der 10. Jahrestag der Tötung von Hamas-Führer Scheich Ahmed Yassin. Die SMS beinhalteten eine Warnung an die Zionisten. Auf Hebräisch hieß es: Qassam-Raketen warten auf euch. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, dann verlasst unser Land. Die Absender der Nachrichten konnten nicht ermittelt werden. Das Sportereignis des Jahres in Jerusalem war zugleich ein riesiges Volksfest. Rund 26.000 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 50 Nationen waren beim 4. Jerusalem-Marathon quer durch die heilige Stadt unterwegs. Neben der 42-Kilometer-Strecke wurde auch ein Halbmarathon und ein 10-Kilometer-Rennen angeboten. Das Zentrum der israelischen Hauptstadt war dafür komplett gesperrt worden. Am Ende lagen drei Kenianer vorne. Den Sieg holte sich der 28-jährige Ronald Kimeli Kurkat. Er stellte mit 2 Stunden, 16 Minuten und 9 Sekunden einen neuen Streckenrekord auf. Der Sieger wurde im Ziel von Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat begrüßt. Der ist selbst ein begeisterter Läufer und gilt als die treibende Kraft hinter der Großveranstaltung. Mindestens einmal im Leben sollten Marathonbegeisterte in Jerusalem antreten, hatte Barkat zuvor der internationalen Presse erklärt. Jede Menge Trubel gab es anschließend im Sacha-Park. In der Grünanlage im Herzen der Stadt feierten die Läufer noch lange mit ihren Fans, Freunden und Familien. Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen eine gesegnete Woche. Shalom! Zwischen Israelis und Palästinensern gibt es zwar einzelne persönliche Freundschaften, aber das Verhältnis zwischen den beiden Völkern ist angespannt. Wie sich die Situation in den kommenden Jahren entwickeln wird, hängt von jenen ab, die heute noch Kinder sind. Ein bemerkenswertes Projekt in Sachen Verständigung gibt es in Nazareth. Dort lernen junge Juden und Araber gemeinsam klassische Musik zu machen, sozusagen Völkerverständigung mit Geige und Trompete. Das Young Polyphony Conservatory in Nazareth wirkt auf den ersten Blick wie eine völlig normale Musikschule. Jedoch ist es viel mehr als das.
Junge Menschen erhalten hier in Galiläa neben einer fundierten Ausbildung in klassischer Musik eine Lehre für ihr Leben. Durch das gemeinsame Musizieren überwinden sie die uralte Kluft zwischen Juden und Arabern. In Nazareth, der Heimatstadt Jesu, lebt heute die größte Gruppe von israelischen Arabern im Heiligen Land. Während jüdischen Kindern klassische Musik üblicherweise in der Schule nahegebracht wird, haben arabische Kinder oft keinerlei Zugang zu dieser Musikform. Die Musikschule in Nazareth will diese Lücke schließen. Das Besondere hier ist, dass unsere Musikschule Teil eines großen Programms ist. Es beginnt bereits mit den Grundlagen der Musikausbildung in der Grundschule. Das Ziel ist, die klassische Musik sowohl arabischen und jüdischen jungen Menschen näher zu bringen. Die Jugend nutzt dieses Programm und die Musik, um eine Gemeinsamkeit, eine Brücke des Friedens zwischen den beiden Völkern zu bauen. Was im Jahr 2006 mit einer Handvoll Musikschülern in Nazareth begonnen hat, zieht mittlerweile weite Kreise. Das Programm erreicht inzwischen mehr als 4000 junge Leute in ganz Israel. Wir haben zwei Musikschulen, eine in Nazareth, eine in Jaffa. Außerdem haben wir mehrere Jugendorchester, die arabische und jüdische Kinder auf ein hohes musikalisches Level bringen. Dann gibt es noch mehrere Programme unserer Partner, wie zum Beispiel das Jewish Music Center oder mehrere Musikschulen in Tel Aviv. Arabische und jüdische Kinder proben gemeinsam und treten zusammen in Orchestern auf. Dabei erfahren sie durch ihre Lehrer, dass nicht nur die Musik im Leben eine große Rolle spielt. Die Kinder lernen gleichzeitig, welche Bedeutung ihr friedliches Beisammensein im Hinblick auf die Vergangenheit und Zukunft ihrer beiden Völker hat. Wir haben realisiert, dass es in Israel so viel zwischen den Arabern und den Juden zu tun gibt. Die Araber machen mehr als 22% der israelischen Bevölkerung aus. Deshalb gibt es jede Menge Arbeit für uns, um ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen und die beiden Völker näher zusammenzubringen. Und eines weiß Nabel Abud aus Erfahrung. Die Musik hat sich als sehr gute Möglichkeit erwiesen, dieses Ziel zu erreichen. Liebe geht durch den Magen, sagt man. Völkerverständigung auch. In diesem Fall nicht zwischen Juden und Muslimen, sondern zwischen Israelis und Deutschen. Tom Franz aus dem Rheinland wurde überraschend zum besten Koch Israels gewählt. Wir haben den früheren Anwalt, der zum Judentum übergetreten ist, neulich beim Einkaufen in Tel Aviv begleitet. Heute sehen Sie den zweiten Teil unserer Reportage und der spielt daheim bei Tom Franz in seiner Küche. Wir waren ja eben auf dem Markt und haben gesehen, was für tolle Früchte und Gemüse es da gibt. Und wir haben tolle Kirschtomaten mitgebracht, in allen möglichen Farben. Ich nenne das den Alle-Tomaten-Salat, in dem wirklich verschiedene Tomaten in verschiedenen Farben, die auch verschiedene Konsistenzen haben und verschiedene Geschmacke. Und daraus mache ich einen tollen Salat, in dem auch Baby-Mozzarella verwendet wird, frische Basilikum. Das ist einer der Renner hier bei uns zu Hause, wenn wir Gäste haben. Und den zeige ich euch jetzt. Der ist auch in meinem Buch übrigens. Dass Tom Franz seine Leidenschaft für das Heilige Land entdeckte, nahm seinen Anfang bereits vor einem Vierteljahrhundert. Als 15-Jähriger lernte er eine Gruppe von Austauschschülern aus einem Vorort von Tel Aviv kennen. Ich war vom ersten Moment an, als die bei uns waren, von denen fasziniert, wie die aussahen, wie sie sich verhielten. Die tanzten und sangen in der Cafeteria, wo wir ja immer nur rumgestanden haben und gewartet haben, dass die Pause verging. Und das war der Auslöser. Ich war damals noch 15. Und von da an hat es mich einfach mein Leben lang begleitet, in Israel Freunde zu haben, nach Israel zu fahren, Urlaub zu machen und mich für dieses Land, für die Kultur, für Religion und die Geschichte zu interessieren. Und natürlich für die Feinheiten der dortigen Küche. Das ging sogar so weit, dass Tom Franz Israels beliebteste TV-Kochshow Masterchef gewann. Die Israelis hatten während des Masterchefs recht viel Zeit, sich an Tom
aus Deutschland zu gewöhnen. Der Masterchef-Wettbewerb läuft in Israel 4 Monate. 4 Monate, zweimal die Woche zur Primetime, also zur besten Sendezeit, bei Einschaltquoten von 35% aufwärts. Und da bin ich halt die ganze Zeit dort gewesen. Und die Israelis haben sofort gemerkt, dass ich Deutscher bin. Ich kann meinen deutschen Akzent im Hebräisch nicht verstecken. Ich sehe wahrscheinlich immer noch sehr deutsch aus. Und das Besondere und das besonders Erfreuliche war, ist, dass das die Menschen sehr positiv aufgenommen haben. Mir ist was passiert, das haben die Juroren in der Presse mehrfach gesagt, hier passiert was ganz Besonderes. Hier sind viele Menschen, die zum ersten Mal, wenn sie der Deutsche sagen und damit Tom meinen, dass sie lächeln. Und früher, wenn die Menschen in Israel häufig noch von Deutschen und dem Deutschen gesprochen haben, das war, kamen andere Erinnerungen auf. Auf einmal ist der Deutsche ist Tom und nicht einer aus der Vergangenheit. Ja, ich glaube, ich werde einfach mal direkt aus der Schüssel rausprobieren, wie das schmeckt. So einfach und so gut. Geniales Essen muss nicht kompliziert sein. Tom Franz lebt mittlerweile seit 10 Jahren in seiner Wahlheimat Israel. Kurz nach seiner Konversion lernte er seine heutige Frau Dana kennen. Sie sind jetzt seit 7 Jahren zusammen, glücklich verheiratet und haben 2 Kinder. Und meine liebe Frau hat mich dann irgendwann zu diesem Kochwettbewerb geschickt. Den habe ich dann auch noch gewonnen und jetzt habe ich keinen Beruf mehr, sondern ich folge meiner Berufung voll und ganz. Also ich lebe jetzt in Israel, ich bin Jude geworden und ich bin einer der angesehensten und gefragtesten Köche von Israel. Und das sind so viele Veränderungen, die man machen kann, aber man bleibt man selbst. Und wenn man diese Dinge tut, die von einem verlangt werden, die aus einem rauskommen, dann wird man immer mehr man selbst. Auch wenn das nach außen aussieht, als würde man Dinge tun, die nichts mit dem zu tun haben, wo man herkommt. Ich bin mehr ich, als ich jemals in meinem Leben vorher war. Im Judentum spielt die Heilige Schrift als Gottes Offenbarung eine zentrale Rolle. Aber die mehrere tausend Jahre alten Worte sind vor allem für Kinder oft schwer verständlich. Deshalb ist nun eine neue Bibel erschienen, eine Art Übersetzung von Althebräisch in einfaches Neuhebräisch. Diese Bibelbücher wurden mit kunstvollen Zeichnungen illustriert. Wir haben den Verlag besucht und mit der Übersetzerin gesprochen. Bunt bebilderte Buchrücken, klare, verständliche Sprache und farbenfrohe, abwechslungsreiche Bilder. Mit seinen Bibelbüchern auf Neuhebräisch hat der Geffen Verlag in Rishon LeZion eine Weltneuheit auf den Markt gebracht. David Zadok ist der Direktor des Verlags, der die Idee zu diesem einmaligen Projekt lange verfolgte. Es begann schon vor 20 Jahren. Die Idee dieses Projektes war es, eine neue und moderne Übersetzung des Alten Testaments auf Hebräisch für Kinder und junge Leute bereitzustellen. Die neue Ausgabe der Heiligen Schrift entstand in Gemeinschaftsarbeit von Übersetzern, Korrektoren, Zeichnern und Lektoren. Die sorgfältige Übersetzung der historischen Sprache war schwierig und nahm lange Zeit in Anspruch. Ich habe mich Kapitel für Kapitel vorgearbeitet und relativ frei übersetzt. Danach habe ich mich verschiedenen Kommentaren gewidmet, um die unterschiedlichen Bedeutungen der einzelnen Wörter herauszufinden. Manche Wörter haben nämlich mehrere Bedeutungen, also musste ich mich entscheiden, welches jeweils besser passt. Die Urfassung der biblischen Schriften ist für junge Menschen in Israel heutzutage schwer verständlich. Viele Bedeutungen der 3000 Jahre alten Wörter, die noch auf die Zeit von König David zurückgehen, haben sich verändert. Außerdem ist die Grammatik der Heiligen Schrift in Althebräisch überholt. Deshalb war eine neue Übersetzung dringend notwendig. Die Zielgruppe, für die wir die Bibel hergestellt haben, sind Teenager.
Weil der Text aber außer bei uns nicht auf Neuhebräisch existiert, spricht er gleichzeitig Kinder und Erwachsene an. Aber hauptsächlich ist er für junge Leute, für Teenager gedacht, nicht für Erwachsene. Auch viele Einwanderer nutzen die neue Ausgabe der Bibel, um mehr über das Wort Gottes zu lernen. Nicht zuletzt verbessern sie dabei automatisch ihr Hebräisch. Die Reaktion der Leser sind fast durchweg positiv. Unsere Bibel hilft insbesondere jungen Leuten und Kindern, nicht nur die Heilige Schrift zum ersten Mal zu lesen, sondern sie auch wirklich zu verstehen und nachvollziehen zu können. Mit der Übersetzung des Alten Testaments auf Neuhebräisch haben die Experten des jüdisch-messianischen Geffen Verlags einen Meilenstein gesetzt. Nun haben sie bereits große Pläne und wollen sich an die Übersetzung des Neuen Testaments heranwagen. Um Theologie geht es heute auch beim biblischen Kommentar von Ludwig Schneider. Er beleuchtet den Glauben von einer ganz praktischen Perspektive. Es geht um die Aufforderung, bete und arbeite. Ich grüße Sie ganz herzlich wieder aus Jerusalem, der heiligen Stadt Gottes. Meine lieben Freunde, heute möchte ich einmal aus meinem Leben erzählen. In meinem Elternhaus hing der Spruch, bete und arbeite, der hier hinter mir hängt. Der hängt nun bei uns hier in Jerusalem. Ora et labora in Lateinisch, bete und arbeite. Man schimpft immer nur so lange über die Arbeit, bis man keine mehr hat. Meine lieben Freunde, ich hatte immer Arbeit und fühle mich glücklich, wenn ich arbeite. Es ist einfach eine Lust zu arbeiten und keine Last. Schon als 7-Jähriger half ich in Magdeburg am Gemüse- und Blumenstand unserer Freunde Lewandowski, die auch den Holocaust überlebt hatten. Wegen meiner blauen Augen kaufen die Leute besonders gerne bei mir Vergissmeinnicht. Ich arbeitete nicht, weil meine Eltern mir das befohlen hatten, sondern weil ich sie angebettelt habe, dies tun zu dürfen. Meine Schulaufgaben hatte ich immer im Nu dazwischen fertig. Nach der Flucht in den Westen 1950, da war ich 9 Jahre, hatte ich sofort wieder einen Job. Da trug ich in unserem Dorf in Öd an der Flöth, ganz früh vor der Schule, noch Zeitungen aus. Und nach der Schule half ich in einer Buchhandlung mit Namen Askania. Dort lernte ich die moderne Literatur kennen. Zu Hause hatten wir nur alte Klassiker, Goethe, Schiller und so weiter. Das erste Buch, das ich mir von meinem selbstverdienten Geld gekauft hatte, war 1955 und die Bibel hat doch recht von Keller, das steht auch hier. Wohlgemerkt, da war ich noch nicht gläubig. Und in der Weihnachtszeit saß ich als Weihnachtsmann, verkleidet in einem Schaufenster und zeigte den Kindern Bücher, Kinderbücher, damit die Eltern sie kaufen. Ihr Lieben, ich fand immer etwas zu tun. Mein Vater verfügte als Familienpatriarch, dass mein 7 Jahre älterer Bruder ein Schreiberling wird und ich einen praktischen Beruf erlerne und Bäcker werde. So begann ich mit 13 Jahren die Bäcker- und Konditorlehre. Ihr Lieben, das war harte Knochenarbeit, sage ich Ihnen. Morgens früh um 4 Uhr musste ich den Backofen anheizen. Und wenn ich noch so verschlafen die Briketts in den Ofen
warf und die Briketts griff, hatte ich oft statt ein Brikett eine Ratte in der Hand. Als dünner Lehrling musste ich schwere 2-Zentner-Säcke Mehl schleppen und in der Weihnachtszeit bis Mitternacht Lebkuchenhäuschen bauen und verzieren. Und alles für nur 2 D-Mark in der Woche, obwohl ich zu Hause wohnte. Ihr Lieben, es war echt schwer, aber es hat mir nicht geschadet. Mein Bruder wurde kein Schreiberling, er wurde Gärtner. Dafür wurde ich ein Schreiberling. Vielleicht liest mein Vater im Himmel jetzt meine Bücher. Ich weiß es nicht. Nach meiner Bekehrung zum Messias Jesus Christus 1960 ging ich 1961 auf die Bibelschule Beröa in Erzhausen. Das waren 2 Semestern, zusammen etwa, glaube ich, 14 Monate. Nach heutigem Maßstab war der Unterricht, sehr simpel. Wie konnte es aber auch anders sein, denn keiner von uns Bibelschülern hatte damals nach dem Krieg ein Abitur. Das Bibelschulgebäude hatte so seine Mängel. Und wenn Bibelschullehrer Willowcroft irgendwo alte Rohre gefunden hatte, er war ein Amerikaner, mussten wir sie holen und einbauen. Für meine Bibelschulzeit oder über meine Bibelschulzeit spreche ich ein andermal. Doch was ich heute an Bibelkenntnis habe, habe ich mir autodidaktisch aus 1000 Büchern mit Hilfe von jüdischen und christlichen Bibelgelehrten angeeignet. Für mich galt und gilt noch immer, das Wort Gottes ist unser Maßstab und unser Korrektiv. Und daher, meine lieben Freunde, alles, was ich tue, tue ich somit allein zur Ehre Gottes. Denn ihm allein gebührt aller Dank und alle Anbetung. Doch ohne meine Frau Barbara, mit der ich im kommenden Oktober 50 Jahre verheiratet bin, hätte ich nicht alles schaffen können, was ich geschafft habe. Während ich zum Beispiel in Sibirien verfolgten Christen half und oft unter Lebensgefahr in kommunistischen und muslimischen Ländern das Wort Gottes predigte und ihnen auch sagte, dass Gott Israel große Verheißung gegeben hat und dass die Juden wieder alle heimkehren werden, musste meine Frau mit unseren 5 Kindern zu Hause alleine fertig werden. Mich aber hat man als mutigen und fleißigen Helden gefeiert. Meine Frau aber war die eigentliche Heldin. Ob in Düsseldorf das moderne Jesushaus oder in Grevenbroich die historische Erkenskirche sind Gemeinden, die ich gegründet habe. Ich scheute mich auch nicht, in Zigeunerlager zu gehen, um Kindern mit Rotznasen biblische Geschichten zu erzählen. Und ich gründete den Pressedienst Nachrichten aus Israel und war in den Nahostkriegen Kriegsberichterstatter. Ich habe alles sehr gerne gemacht und unter der Berufung Gottes. Noch heute beginnt morgens um 5.30 Uhr mit Gebet mein 9-stündiger Arbeitstag. Auch dann, ihr Lieben, wenn ich ein Königreich dafür geben würde, weiterschlafen zu können. Ihr Lieben, da muss man eben den inneren faulen Schweinehund überwinden. Denjenigen, der viel arbeitet, nennt man heute Workaholic. Das ist ein negativer Suchtbegriff. Damit wollen Faule oft nur ihre Faulheit rechtfertigen. Pardon, meine Meinung, niemand muss arbeitslos sein. Denn auch hier gilt, wer der sucht, der findet. Der findet in jeder Lage Arbeit, man muss nur wollen. Sie sehen, ich arbeite gerne. Ob ich aber so hart wie Paulus über die Faulen richten würde,
der in 2. Thessalonicher 3, Vers 10 schreibt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, das weiß ich nicht. Gott sei Dank, darin bin ich ja nicht Paulus. Das war auch schon der letzte Beitrag in der heutigen Sendung. Tagesaktuelle Informationen rund um Israel finden Sie auf unserer Webseite www.israelheute.com. Wir freuen uns über Ihr Interesse am Heiligen Land. Machen Sie es gut. Bis zur nächsten Woche. Shalom. Israel heute, das Nachrichtenmagazin aus dem Heiligen Land. Unsere Redaktion im Zentrum Jerusalems recherchiert für Sie das aktuelle Geschehen objektiv, kompetent und aus biblischer Sicht. Erfahren Sie aus erster Hand, was Israel bewegt. Israel heute ist Ihr direkter Draht nach Zion. Auf der Internetseite www.israelheute.com erfahren Sie, was passiert. In den Israel heute Fernsehsendungen sehen Sie, wie es passiert, und in der Zeitschrift Israel heute lesen Sie, warum es passiert. Bestellen Sie das Israel heute Magazin gleich jetzt unter der kostenlosen Sondertelefonnummer 00800 60 70 70 60. Für nur 53,50 Euro pro Jahr erhalten Sie 11 Ausgaben der Zeitschrift und dazu die digitale Ausgabe sowie den neuen Israel-Pass mit wertvollen Hintergrundinformationen. Außerdem erwarten alle Neuabonnenten attraktive Prämien. Infos zu den wechselnden Angeboten finden Sie unter www.israelheute.com. Israel heute bringt auch das, was andere weglassen. Fixe Füße mit GoFix. Handgefertigte Innensohlen aus natürlichem Leder, die Ihren Füßen nur Gutes tun. Sie passen sich perfekt der Form des Fußes an, stimulieren beim Laufen die Durchblutung und dämpfen durch ein spezielles G-Latex-Kissen alle Stöße ab. Schmerzen in den Füßen, Hüften, Beinen und dem Rücken können so deutlich reduziert werden. Israelische Soldaten schwören auf GoFix. Sie zahlen 24,50 Euro für ein Paar und nur 39,95 € für zwei Paar GoFix-Einlegesohlen. Bestellen Sie gleich jetzt per E-Mail unter bestellung@israelheute.com oder nutzen Sie die gebührenfreie Telefonhotline 00800 60 70 70 60. Fixe Füße mit GoFix.